Hallo zusammen. Heute möchte ich euch die Warrior X3 vorstellen und mit der Warrior X Pro vergleichen. Die Lampen wurden mir von Olight für ein Video zur Verfügung gestellt und in einem der folgenden Videos werde ich noch eine Seeekr 3 Pro unter euch verlosen, also eine InOD Green mit Haien hier oben drauf, was ich ziemlich cool finde. Also lasst ein Abo da, dann verpasst ihr das nicht. Jetzt aber erstmal die Infos zum Sale. Und zwar startet er für die Diamantkunden am 21.11. um 10 Uhr. Für die Silberkunden geht es am 22.11. um 10 Uhr los und für alle anderen am 24.11. um 20 Uhr. Und ich habe wieder einen 5-Euro-Gutscheincode bekommen, der während dem Sale gültig ist. Ihr findet ihn in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls ihr eh bestellt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das über meinen Affiliate-Link machen würdet. Und als kleinen Bonus wird Olight unter all denjenigen, die während dem Sale über meinen Affiliate-Link gehen, 8 Leute ziehen, die dann den halben Einkaufspreis erstattet bekommen. Ihr findet den Link in der Infobox und im obersten Kommentar. Dann komme ich mal gleich zur Warrior X3. Die wird es im November-Sale in Schwarz und in OD Green geben. In Schwarz wird sie 109,17 € beim Sale kosten und in OD Green sind es 117,57 €. Dann fange ich mal direkt mit dem Lieferumfang an. Die Warrior X3 kommt mit einem Holster, was übrigens das gleiche ist, was auch bei der Warrior X Pro mitgeliefert wird. Also da ist kein Unterschied. Das gleiche übrigens auch bei dem Ladekabel, bei dem magnetischen. Das ist identisch. Hält man einfach hinten dran, dann wird die Lampe aufgeladen. Das kennt ihr ja bestimmt schon. Bei der Warrior X Pro wurde dann noch so ein weißer Silikonring mitgeliefert. Bei der Warrior X3 ist der Silikonring passend zur Lampenfarbe in OD Green. Und bei der Warrior X3 wird noch so ein anderer Ring mitgeliefert, den man alternativ dran machen kann. Das ist der erste Unterschied. Also hier hat man halt diesen komischen Ring und hier hat man diesen viereckigen Ring, der gleichzeitig noch einen Wegrollschutz bietet und einen Clip. Das fällt beides weg bei der Warrior X3. Also da wird noch das hier mitgeliefert und hier halt diese Kombination. Und da man hier keine Öse mehr für ein Lanyard hat, wird bei der Warrior X3 auch kein Lanyard mehr mitgeliefert. Also das soweit die Unterschiede. Dann komme ich mal zu den technischen Daten. Im Turbo-Modus hat man jetzt 400 Lumen mehr. Also von 2100 Lumen geht es hoch auf 2500 Lumen. Dann regeln beide Lampen runter auf 1000 und dann auf 300 Lumen. Wobei man bei der Warrior X3 da 30 Sekunden mehr hat im Turbo und knapp 30 Minuten mehr bei den 1000 Lumen. Dafür 10 Minuten weniger bei den 300 Lumen. Die Reichweite hat sich ein bisschen erhöht von 500 auf 560 Meter und auch der Candela-Wert ist ein bisschen höher. Was sich auch noch geändert hat, das ist die Sturzhöhe. Die war vorher angegeben mit 3 Metern. Jetzt ist sie runtergegangen auf 2 Meter. Aber ich denke, für die meisten dürfte das ausreichen. Ansonsten ist die Lampe noch 0,5 mm länger, also fast gleich groß und wiegt 14 Gramm mehr. Ein weiterer Unterschied ist, dass man jetzt in der Bezel 3 Zirkoniumkugeln hat, die als Glasbrecher funktionieren. Also ich denke, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man bei der Feuerwehr oder so arbeitet. Die Kühlrippen sind jetzt rund. Also die haben sich ein bisschen geändert. Vorher waren die halt so eckig. Naja, und jetzt sind sie halt rund geworden. Dann hat man keinen Clip mehr. Das hatte ich ja schon angesprochen. Das finde ich ein bisschen schade, da dadurch halt auch der Wegrollschutz weggefallen ist. Und die Öse für das Lanyard 0,5 mm länger und 14 Gramm schwerer. Also wirklich kaum großer Unterschied. Was sich ja auch noch geändert hat, ist, dass die Endkappe jetzt kompatibel zur Fernbedienung ist. Also die kann man dranhalten und verriegeln und dann hat man halt eine Fernbedienung. Das ist für den deutschen Markt ehrlich gesagt ziemlich uninteressant, außer man möchte die Lampe vielleicht als Radlampe verwenden, wobei man natürlich keine Straßenzulassung hat, also irgendwie als Geländelampe oder so, oder vielleicht als Helmlampe oder für ein Geländefahrzeug oder für ein Schiff oder sowas. Also da gibt es ein paar Möglichkeiten, wo man das dann vielleicht verwenden könnte. Dann hat man weiterhin hier einen Glow-in-the-Dark-Ring verbaut. Das heißt, wenn man die Lampe anmacht und dann ausmacht, dann leuchtet das ein bisschen nach und dann kann man sie leichter finden, wenn man sie irgendwo im Dunkeln abgelegt hat. Dann habe ich mal Praxisaufnahmen gemacht, die werde ich euch mal gleich einblenden. We'll be right back.
Also die 400 Lumen mehr merkt man in der Praxis schon. Der Spot ist ein bisschen breiter und auch heller. Also das gefällt mir grundsätzlich ganz gut. Das wäre auch mein erster Pro-Punkt, der etwas breitere Spot. Damit ist die Lampe halt nochmal ein bisschen universeller und lässt sich halt auch eher mal im Nahbereich oder im näheren Nahbereich einsetzen. Und als zweites gefällt mir auch die längere Akkulaufzeit. Also gerade bei den 1000 Lumen diese knapp 30 Minuten mehr. Die gefallen mir richtig gut. Mein Kritikpunkt an der Warrior X3 ist der Grünstich. Also der ist wieder deutlich sichtbar. Das hatte mir an der Warrior X Pro richtig gut gefallen. Da hatte OLED irgendwann ein Update rausgebracht mit 150 Lumen weniger, aber dafür halt kein Grünstich mehr. Leider haben sich da einige Leute drüber beschwert, sodass ich verstehe, dass OLED bei der Warrior X3 jetzt wieder auf mehr Lumen setzt, auch wenn es bedeutet, dass sie dafür dann wieder einen Grünstich hat. Zum Abschluss noch ein paar andere Lampen in OD Green. Den einen oder anderen interessiert es ja immer, ob sich die Farbe geändert hat. Als erstes die relativ alte Warrior X, also nicht Pro-Version, dann die Seeker 3 Pro und als letztes die Warrior Mini 2. Und ich denke, man erkennt ganz gut, dass sich die Farbe nicht geändert hat. Also die ist da bis auf minimale Abweichung überall gleich geblieben. Ja, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.